Hallo, ich bin Olaf van den Bogert und bringe Hilfsgüter in die Flutregion. Ja, ich möchte heute einen Aufruf starten, weil ich am 11.09. wieder runterfahre und noch viel Material benötige. Also ich fahre nach Ahrbrück und Hönningen, da wo die Hilfsgüter hinkommen. Ja, die aktuelle Lage ist eigentlich unverändert. Die Häuser und Wohnungen sind zwar freigeräumt, aber jetzt kommt die Bauphase, dass Estrich rausgerissen werden muss, Putz runter, die Häuser müssen trocken gemacht werden. Und da hapert es richtig. Also was ich da gesehen habe, das ist schon echt traurig. Also aktuell werden auf jeden Fall Bautrockner benötigt. Alles was zum Trocknen, Waschmaschinen, Herde, Mikrowellen, Kaffeemaschinen und natürlich alles für den Bau. Da wo jetzt schon Estrich raus ist, da wird neu gedämmt, da kommt neue Estrich rein. Das sind so Sachen, die ich dann kaufen würde, da ich selber in der Estrich-Firma arbeite. Und mit meinem Chef das so ausmachen kann, dass ich das darüber alles kaufen kann und dann direkt in die Region fahren kann. Ja, was wird nicht benötigt? Auf gar keinen Fall Klamotten, weil in den ersten Flutwellen, da wurden nur Klamotten gespendet und die Lager sind voll damit. Also Klamotten oder Möbel werden momentan überhaupt nicht gebraucht, weil Möbel kann man ja noch gar nicht aufstellen, weil das sind überwiegend jetzt Rohbauten und deswegen keine Klamotten, keine Möbel. Also man muss sich immer vorstellen, man bekommt von jemand anders etwas und es sollte schon neu sein oder relativ gut, auf jeden Fall gereinigt. Guckt nach, ob die auch funktionieren. Ich habe schon Waschmaschinen bekommen, die wurden aufgestellt, die pumpen nicht ab. Also da muss man schon drauf achten, dass das funktioniert. Also notfalls kaufe ich auch. Bei der letzten Aktion habe ich jetzt auch 4 Waschmaschinen gekauft. Also kein Problem, wenn die funktionieren, günstig sind, dann kaufe ich die auch. Ja, wie kannst du helfen? Ja, auf jeden Fall bei der Aktion mitmachen. Teil das Video, das ich am 10.09. hier genug zusammenbekomme, ob es jetzt Sachspenden sind oder auch Geldspenden, weil ich fahre auch öfter hin, dass ich dann Sachen noch kaufen kann. Also die Sachen kommen ganz einfach hin. Ich habe einen 7,5 Tonner, eventuell plus Anhänger. Das ist, nehme ich dann alles mit. Man kann auch gerne mir eine Freundschaftsanfrage stellen. Dann kann man sehen, was ich mache, wo es hinkommt, wie es abgeladen wird. Wie sieht es da aus? Kann man aber auch schon auf meiner Facebook-Seite sehen. Also Kontakt ist ganz einfach über meine Facebook-Seite. Dann Handynummer wird hier auch gerade eingeblendet. Ja, ich gebe auch eine PayPal-Konto an, wo ihr spenden könnt. Alles kein Problem, sonst einfach Message schreiben und dann beantworte ich das so schnell wie möglich. Ja, liebe Fans der Fußballecke, ihr seht, die Hilfe wird immer noch benötigt. Was vor 6 Wochen als Flutkatastrophe begann, ist immer noch eine Flutkatastrophe. Auch wenn das Wasser mittlerweile weg ist, geht es den Leuten da hinten immer noch schlecht und es werden immer noch Hilfsgüter benötigt. Und wenn ihr über die Fußballecke helfen wollt, kontaktiert den Olaf über die angegebenen Kontaktadressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Und wäre ja gelacht, wenn wir Fußballer nicht zusammenhalten würden und den Leuten, denen es richtig dreckig geht, ein bisschen unter die Arme greifen. Das war's von mir. Teilt das Video, kommentiert das Video und ansonsten nur der TSV. Ciao!